30 fürs Outbacks. Nee, ich lasse es. Ich bleib jetzt hier im Gasthaus zum tänzenden Pony. Jetzt Erfreue kommt der mich. blöde Andi, Arsch. Ach, Tipper, boy. Ja, Suitors, ich will den ja. Suyus. Irgendwas Komisches. Kraftraum. Reagiert mal denn? Wieso hat der hier? Alter, wieso hat denn der eine Admin-Rolle? Geht's noch? Oh, jetzt mache ich das erstmal weg. So. Und jetzt werde ich ihn bannen. Bannen oder kicken? Bannen. Ja, Alter. Also Felix, Arsch. Ey, also das geht ja mal gar nicht. Ja, überleg dir das mal. Also. Und dem Felix, den nehme ich jetzt im Admin weg. So. Ja, das habe ich jetzt gemacht. Ist mir scheißegal, wenn er geht, geht er. Aber der hat jetzt keinen Admin mehr. Ich glaube wohl, der spinnt. Was macht denn der? Ja, jetzt hat er nichts mehr. Und jetzt brauche ich noch diesen blöden Basti. King Arthur ist das doch, oder? Ja, Kommt, ja. der ist gar nicht da. Basti. Ich finde ihn jetzt gar nicht mehr. Oh, Alter. Das ist jetzt nicht gut. Ja. Also, wenn du ihn findest, du kannst es auch machen. Wenn du ihn eher findest als ich, mach das bitte bannen. Ich finde ihn jetzt gerade nicht. Ja gut, jetzt habe ich heute mal endlich das Gasthaus aus Zufall gefunden in Arborstein. Richtig schön. Kann ich mich hier hinsetzen? Natürlich nicht. Lupus nehme ich auch die Rolle. Nein, du! Wie geht denn das? Scheiße. Oh, böse. Es sieht nicht nach das viel aus. Zum zweiten Mal aber passiert. Aber da ist er. Glauben schenken so, darf, jetzt habe ich ihn gefunden. So, und bannen. Er wird es sein, yes. Wenn wir ihn kein wieder Feuer. Aufgepäppelt haben. Lol. Schreib mal. Flamme ist so. Weg. Ihm geht es nur um den Baum. Solange klar ist, dass wir nur helfen mir scheißegal, wollen, was der Felix jetzt macht, ist mir eigentlich auch scheißegal. Und Philipp auch, ist mir auch scheißegal. Ganz ehrlich. Ich habe jetzt keine Lust mehr auf den Scheiß. Lix, da sind diese Raupen wieder. Der Nektar schmeckt ihnen wie Bonbons. Und sie lassen niemanden in die Nähe. Die Aiolas blühen jeweils nur für ein paar Minuten. Und danach trocknet der Nektar ein. Aber ihr seht nicht so aus, als würden ein paar kann sein. Jetzt kann er nichts mehr löschen, weil er ist ja kein Admin mehr. Ich hab's ihm gerade genommen. Der ist kein Admin mehr, der kann von mir aus auch gehen. Ich hab die Schnauze voll. Was steht denn da? Was meinst denn du jetzt? Anmeldung. Anmeldung, interner Chat und Full Clear. Anmeldung. Ja. Raid-Static meinst du jetzt? Nö, den lassen wir noch, weil vielleicht brauchen wir das ja noch. Also, vielleicht brauchen wir das ja noch für uns. Half Benina, DPS Olli, Elec Bla, das war. Oh, Alter. Was steht denn da noch? Alles. Aber, Deli, kannst du das so machen, dass so reinschreiben, dass bitte benutzt Discord? Dass bitte? Die Leute ins, kannst du so machen, dass die Leute ins Discord kommen? Dass die, dass wir zusammen mit der Gruppe im Discord unterhalten können? Ja, können wir doch. Na, muss irgendwo so. Also, steht da geschrieben, oder? Das steht ja in dass der die Leute wissen, weil das ist durch den Discord geht es doch einfacher und viel besser, dass wir uns gemeinsam so unterhalten. Sonst kommen die Leute und gehen nicht mal ins Discord. Zum Beispiel. Oh, ich habe schon die Leute angesprochen. Ich habe schon einige Leute nicht angesprochen. Ich wollte gerade sagen, der Link ist in der Gildenbeschreibung und alles. Und wenn du wirklich Interesse daran hast, kommst du hier drauf.
oder? Ich hab schon die Leute persönlich angeschrieben und da haben sich auch gleich zwei angemeldet, weil das habe ich schon gemacht. Und die repräsentieren, die schreibe ich auch immer wieder an und sage, hey, wie geht's? Hast du nicht mal Lust? Und wir hatten ja die Gildenhalleneroberung, da waren 13 Leute dabei, also das fand ich schon cool. Weil, wo ich in diesen Gilden gewesen bin, weil es ziemlich ziemlich ernste Pflichten gewesen ist, du musst die Gilde repräsentieren. Dann nee, das haben wir ja nicht. Und so alles. Also das habe ich nicht und das will ich auch nicht. Es sei denn, wir machen jetzt irgendwas zusammen und die Leute beteiligen sich. Wenn jetzt jemand 2 Monate hier drin ist und repräsentiert nicht, und schreibt noch nicht mal Hallo oder kommt mal aufs Discord. Ja, die schmeiße ich nach einem Monat raus. So. Weil was wollen wir denn mit denen? Also die, was will ich mit denen? Die haben eine Gildenhalle Stufe 65. Das Einzige, warum die hier sind, ist um abzubauen. Mehr nicht. Ja, ist gibt's auch so. So eine Leute. Ja, mir gefällt's mit Leuten zu sprechen. Wenn keiner Hallo schreibt oder sich am Gildenleben beteiligen will, wir sind einen Monat hier drin. Ja, was wollt ihr, Alter? Was wollt ihr hier bei mir? Ja, da habe ich überhaupt gar kein Verständnis dafür. Ja? Mhm. Und wenn sie halt mal Hallo schreiben, wenn ich gehe hier mittags rein und schreibe Hallo, da sind 20 Leute on, 19 davon repräsentieren nicht und schreiben noch nicht mal Hallo. Ja, das sagt er, fick dich, Alter. Ja, was willst du hier? Ist so. Ich habe nichts dagegen. Ich habe nichts dagegen, wenn die Leute nicht repräsentieren, um Gottes Willen. Aber man kann sich ja ein bisschen beteiligen oder mal Hallo schreiben oder na, wie geht's, was macht ihr? Oder vielleicht mal Fraktale mitgehen oder was weißt du nicht, ja. Aber selbst wenn man fragt, kommt ja noch nicht mal eine Antwort. Ja? Also von den 120 Leuten, die wir hier sind, kannst du vielleicht 15 gebrauchen. Okay. Ja, ist so. Kann man uns gebrauchen? Genau. Ich, oh Mann, ich sollte schlafen gehen, aber in meinem Kopf schwindet sich gerade nur Müll zu ran. Oh je. Aber guck mal, jetzt hängen sie da oben rum, verstehst du? Und haben noch nicht mal den Schneid, hier runterzukommen, verstehst du? Echt? Nee, also. Marcel, das tut mir aber echt im Herz weh, gerade bei den. Schaut euch das an, was ich gekriegt habe. Was hast du denn gekriegt? Ich bin bestimmter Funkel. Funkenbezwinger, Schwert oder so, Großschwert. Das sieht aus so scheiße. Aufgestiegen. Oh Gott, das ist Großschwert. Scheiße. Naja, ich werde mal Richtung Bett gehen, weil wird zieht. Ja, Billy, versuch dich nicht mehr so aufzuregen. Fahr ein bisschen runter und versuch vernünftig zu schlafen. Ich versuch's, danke Pascal. Ich wünsche dir eine angenehme Nacht. Wünsche ich dir auch. Und danke. Jetzt sind die 2 schon mal weg. Mach dir keinen Kopf mehr. Oh, jetzt, ey, du glaubst gar nicht, wie gut's mir jetzt geht. Wir kriegen das alles schon hin. Ja, ne? Gute Nacht. Ach, das gibt mir ja wieder Mut. Ja, der versteht das auch. Ja, der versteht das halt auch. Das ist ja das. Ja, also brauche ich kein schlechtes Gewissen haben, ne? Ja, wieso ein schlechtes Gewissen? Man will zusammen alles machen und wenn sie sich selber abgrenzen, hast du nichts etwas zu tun gehabt, also. Und du bist der Chef von deinem Gilde oder du entscheidest, wo der weggeht und wer da ist? Ja, ich habe aber auch wirklich lange gebraucht, ne? Also ich habe wirklich lange Zeit gegeben, das muss man ja schon sagen. Hm. Wo ist denn der? Der ist...
Kommt, Leute. Ja, oh, auch. Was ist jetzt? Greift mein Ziel an! Ja. Also ich habe denen wirklich genug Chancen gegeben, sag ich jetzt mal, oder? Oder nicht? Also ich das ging jetzt echt Monate eigentlich, oder? Also einen Monat Minimum. Minimum. Ja, 2 Monate, sage ich jetzt mal. Ja. Vor allen Dingen den Chef ausschließen. In der eigenen Gilde, verstehst du? In der eigenen Gilde den Chef hintergehen, ey, das geht ja mal gar nicht. Oder? Oder nicht? Nee, du bist der Chef und du entscheidest, hätten sie dich fragen können oder so. Es wurde gar nicht gefragt. Nur siehst du, und du entscheidest, dann sagst du nein und Punkt Ende. Du, weil du bist hier der Gildenchef, der Gildenboss, sag mir so. Ich werde Basti jetzt auch noch schnell blockieren. Werde ich jetzt? Da kommen noch bestimmt andere Leute. Das ist nicht gut. Komm, ja, lass! Kann ich jetzt gar nicht. Wie kann ich den jetzt noch blockieren? Aber brauche ich ja gar nicht. Ah. Was? Mann! So. Das wird ein richtiger AOE, Alter. Nein, keine Eier zerschlagen. Kein Eier zerschlagen. So. Oh, ich fühle mich so gut. Einmal, und wir haben es halt geschafft, unter Wasser. Das war unter Wasser in Zaitung. Ja. Nee, wir haben den nicht geschafft, der ist weggeschwommen. Echt jetzt? Okay, also ich habe den versucht und dann haben wir gescheitert und dann ist er irgendwie rausgeschwommen, keine Ahnung. Wow. Ach, Leute, das ist schon... Okay. Guck mal, die zwei machen jetzt Fraktale. Warum bleiben die immer noch da oben drin hängen, ey? Fickt euch. Ich versteh's nicht, ne? Absolut nicht. Alter. Ja, das heißt, ich muss wieder neue Leute suchen. Werde ich auch tun. Du warst von Golden Text, vielleicht kannst du mir den hier mal schicken. Als Nachricht, da kann ich den... Ja, genau, Copy-Paste, genau. Vielleicht kannst du mir den mal schicken, weil das ist echt cool. Ich habe zwar auch einen, aber deiner ist besser. Ja, ich weiß. Das habe ich bei dir schon gesehen. Ich habe zwar auch einen, aber deiner ist besser. Wir kriegen schon wieder was Neues hin, ey. Da mache ich mir gar keinen Kopf, aber das muss ich mir jetzt nicht antun hier. So als zweite Wahl muss ich mich nicht abstempeln lassen, ey. Absolut nicht. Ja, der hat's ja durchgezogen und du hast ja gesehen, was er noch da gepustet hat. Ja, by the way, das kommt ja noch dazu. Ja. Ich werde jetzt, weißt du, was ich jetzt mache? Ich werde den internen Chat löschen. Nö, ich muss einfach nur Anmeldung. Anmeldung werde ich löschen. Ja, ich lösche ihn jetzt. Und Internet-Chat werde ich löschen. Weil ich es kann. Ja, ist mir scheißegal jetzt. Ich bin jetzt echt hardcore drauf. Ist mir egal. Kanal löschen. Weg ist er. So, Internet-Chat. Kanal löschen. Weg ist er. So, und tschüss, Pakos. Fickt euch, macht euch euren eigenen Discord. Er ist kein Admin mehr. Feierabend. Ja, jetzt ist Hardcore angesagt.
Ja. Scheiße. Komm. Oder was kriegt man? Was ist das denn? GPS-Fältchen bei ihm oder so war. Komm. Ja, irgendwann reicht's auch, okay? Ich habe jetzt echt lange genug mich mit dem Scheiß befasst. Mir ging's nicht gut, ich habe sogar schon geheult und das muss nicht sein. Also, heute hat's mir echt das Herz zerrissen. Also, das hat mir wirklich das Herz zerrissen und das kann's nicht sein. Das ist ein Spiel, Leute. Ja. Ja, aber ey, dass ich anfange zu heulen, das hat's ja noch nie gegeben, ey. Echt? Meine Tochter hat mich einfach gefragt, was ist denn mit dir los, ey? Und ich so, oh, lass mich jetzt bloß in Ruhe, sei, sonst kriegst du Ärger. Dele, lass dich einfach nicht runterkriegen, das sind so eine Leute. Was ich erlebt habe bei anderen Gilden, das ist Horror gewesen. Ja. Eigentlich hatte ich beim Guild Boss 1 auch meine Gilde gehabt, einen Freund, waren wir zu 60. Also ich habe niemanden weggeschmissen und wir waren 60 Leute, aber durch Arbeit gingen wir auseinander. Haben wir keine Zeit gefunden. Naja. Aber war ein angenehmer Team. Jetzt habe ich radikal durchgegriffen. Ich hoffe, das reicht. Ja. Was jetzt jeder für sich daraus macht, ist ja seine eigene Entscheidung. Also untergehen werde ich mit Sicherheit nicht. Findest du bestimmt eine neue Leute? Und fertig machen lassen muss ich mich auch nicht. Und wenn es nur um fucking Raids geht, ja. Also das Spiel besteht jetzt nicht nur aus Raids. Ja. Mhm. Natürlich für mich jetzt auch mittlerweile ein großer Bestandteil geworden, aber selbst dazu hatte ich in letzter Zeit gar keine Lust mehr. Ja. Da muss man aber was anderes unternehmen. Ja, aber ich würde schon gerne raiden, aber halt nicht so. Ja, ich meine bloß, wenn man ziemlich viele Male Raids macht, da geht man auf den Sack, da will was anderes machen, da sagt mir der Gruppe, hey, machen wir doch was anderes, gehen wir dahin. Ja, vor allen Dingen können die sich auch andere Gilden suchen, die mehr raiden. Warum muss das hier bei mir sein? Ja. Warum müssen die meine Plattform nutzen? Warum müssen die meine Plattformen nutzen? Sei es Gilde, sei es Discord-Server, dann sollen sie ihre eigene Plattform nutzen. Ja, andere Gilde, anderen Server, damit ich mir die Scheiße nicht angucken muss. Oder? Naja, ich kann dir auch zum Beispiel verraten, zum Beispiel von anderen Gilden habe ich mit angenehmen Leuten zusammen gewesen bin. Rufen Sie mich an, zum Beispiel, wir brauchen hier Hilfe bei dem Boss, kommst du vorbei und so, alles kein Problem, komm. Ja, mein Gott, dafür hat man ja die Möglichkeit, sich 5 Gilden anzuschließen, ja? Und das können die doch alle machen. Ich bin tot. Aber Scheiße. Die haben das ja nicht gemacht, die haben das ja alles auf meinem Mist hier gemacht und das muss ich mir doch nicht antun, oder nicht? Oder nicht? Also, Helle, du bist einfach gesagt, Helle, du entscheidest, du bist der Chef. Und was du machst, hängt von deiner Entscheidung ab. Willst du, hast du es gemacht, dann jetzt bist du frei, jetzt kannst du frisch atmen, jetzt kannst du neue Leute. Ich bin jetzt wirklich richtig glücklich und ich glaube, ich kann heute Nacht gut schlafen. Genau. Das ist wichtig. Also wegen Andi und Basti auf jeden Fall. Dass da steht, Morrigan hat die gekickt, das gibt mir ein Gefühl von oh, endlich, ihr Wichser. Endlich. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Und ich habe so lange gewartet, bis ich das machen konnte. Na, du hast ihm Chance gegeben, fertig ist. Oh, und aber mehr als... wenn sie jetzt diese Chance nicht genutzt haben? Mehr als jeder andere gemacht hätte. Ja. Ja, ja. Andi, ja, Andi. Jetzt ist er weg. Also der kommt hier auch nicht mehr auf den Discord. Falls du den sehen solltest und ich bin nicht da, bitte sofort kicken. In meinem Auftrag, ist mir scheißegal. Ja, jetzt ist er gebannt. Aber die können den ja immer noch einladen, also Nina und Rex und so. Also, das geht ja schon. Ah, doch, geht schon. Die
komme hier nicht mehr drauf und ich will den auch nicht mehr sehen. Und ich bin auch froh, dass ich den nicht mehr in meiner Gilde sehe. Alle beide nicht. Gott, bin ich happy. Mein Gott, bin ich happy. Mhm. Endlich. Ey, du glaubst das gar nicht. Ich fühle mich gerade richtig gut. Gehst dir ein Glas Wein und dann genieße es. Mann, oder vielleicht rauchen. Nein, weil ich aber auch wirklich mindestens 2 Monate gewartet habe und das nicht gemacht habe wegen 2-3 Leuten. Ja. Eigentlich hätte ich die schon viel früher kicken müssen. Ich bin ja mal gespannt, was Felix daher noch schreibt, wenn er merkt, dass er kein Admin mehr ist. Aber ist mir auch egal. Ja. Ich denke, der wird einfach aus der Gilde gehen. Ja. Ohne was zu sagen. Oder vielleicht schreibt er, oh, schade, dass das so gelaufen ist, wird er wahrscheinlich schreiben. Wie ich ihn kenne, sehr traurig und so, aber ist mir jetzt mittlerweile, ist mir das echt, also mir bricht das echt das Herz, weil das der erste ist, den ich quasi hier im neuer Frau in der Gilde hatte, ja. Der mir auch am Anfang geholfen hat, aber sorry, aber da kann ich auch 1-4 können wir auch leaden, ja. Keine Ahnung. Aber wieso? Wir können doch, egal ob 1-4, und wir können mit der Zeit ein bisschen die 5, die 6 mit der Zeit die Technik von anderen Bossen kennenlernen oder noch. Ja, dann laufen wir das halt, und aber gechillt. Ja, wieso? Gechillt und nicht hier so Hardcore-Scheiße. Wenn einmal nicht geschafft haben, versuchen wir den nächsten Mal zu legen. Genau, und dann versuchen wir den nächsten Boss, und wenn der auch nicht geht, dann probieren wir es halt weiter. Ich habe damit ja kein Problem, ja? Also. Na, das ist doch gut. Also mache ich so, wenn ich die Gruppe so finde. Da bin ich bin dabei. Ich bin immer dabei. Ja, gut. Kriege ich schon. Wenn ich Zeit habe und nicht zu müde. Außerdem finden wir immer Leute, Marcel, oder? Also. So ist es jetzt. So ist es jetzt nicht. Es sei denn, du verlässt mich jetzt deswegen auch. Ja, sag also, niemals nie. Ja. Das ist unsere Gilde. Ja, unsere Gilde ist das, genau. Ja. Und die haben sich jetzt daneben benommen, ja? Haben sie auch. Also. Natürlich. Hey, Mann. Ja, ich meine, du musst dich ja auch mal vielleicht in meine Lage versetzen. Wenn du jetzt der Chef wärst oder keine Ahnung. Wenn du selber eine Gilde hast und du wirst in so eine Situation getrieben, wo du als eigener Chef ins Abseits gedrängt wirst, das geht doch nicht. Hm. Das geht doch nicht, oder nicht? Aber du hättest ja. Dann, das bedeutet, weniger Rechte ihnen zuzuschreiben oder so, kannst du doch, wenn du der Chef von der Gilde bist. Ja, das habe ich ja jetzt gemacht. Naja, und das hättest du früher machen können. Emiko, holt die Leute zusammen. Sofort. Naja. Ja, aber er hat jetzt echt Scheiße gebaut, Alter. Er hat Scheiße gebaut. Ganz einfach. Und dann gibt er den... Ich nehme den die Rechte raus, eben gerade, und er gibt sie ihnen wieder. Und er weiß genau, dass nur ich das kann. Warum macht er das? Das ist nicht in Ordnung. Weil er genau weiß, dass ich das... Alter, ja, Mann. Also das geht nicht. Es geht überhaupt nicht. Und deswegen habe ich auch die Ränge in der Gilde geändert, dass das keiner mehr machen kann. Nachher
Nachher werde ich noch aus meiner eigenen Gilde gekickt, Alter. Das geht ja gar nicht. Ja, überleg mal. Ja. Ja, doch, ich hab's ja gerade gemacht, aber das ist ja auch mein Server. Ich bin ja meins, ist ja mein Server. Ja. Waren so schlau, einen verdammten Jadeschlund aufzuwecken. Und das kommt ja auch noch dazu, das ist ja alles meins. Und dann schreibt er noch so frech, ja, wir suchen uns einen eigenen Discord. Und das ist, finde ich, auch schon frech. Siehst du? Ja, das ist gemein. Oder nicht? Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Das geht gar nicht, oder? Das ist so wie, oh, ja. Natürlich sieht er das alles chillig und keine Ahnung, aber jetzt kann er erstmal gar nichts mehr hier machen. So. Und da bin ich auch froh. Nee, da bin ich auch echt froh, weil der hat das einfach gemacht, obwohl er weiß, ich nehme dem die Rechte und der macht 2 Minuten später, gibt er dem wieder. Was ist denn das für eine Scheiße? Dann muss er da denken, oh, Deli will das nicht, ne? Oder nicht? So, und dann was macht er? Der gibt ihm gleich wieder die Rechte. Also, das ist echt schon böse, oder nicht? Dann ist es komisch irgendwie. Ja, aber er gibt ihm die gleich wieder, das kann doch nicht sein. Also, bitte. Vielleicht musst du gucken, vielleicht welche. Und dann habe ich noch hingeschrieben. Und dann habe ich noch hingeschrieben, sag ich, hier kriegt keiner irgendwelche Rechte, der nicht in der Gilde ist. Ja, wir suchen uns einen anderen Discord. Ich sag ja, danke. Danke, habe ich nur geschrieben. Danke. Jetzt hängen die da oben drin. Anstatt die hier runterkommen. Natürlich liest er das. Hallo? Wie liest er das? Ja, wir suchen eigenen Discord. Ist gut. Was ist das? Ist Leben? Gut, hat er noch geschrieben. Ist gut. Ja? Das steht in der Gildenleitung oben drin. Das kannst du doch sehen. Da steht's drin. Na, schreibe ich auch bei einigen Leuten so, wenn du gehen willst, dann geh, Punkt. Ja, wir suchen einen eigenen Discord, ist gut, Arschloch. Echt, also ich bin echt, boah. Warum seid ihr denn noch hier drauf, hä? Also so einen Discord-Server zu erstellen ist jetzt wirklich nicht schwer, ja. Also wirklich nicht schwer. Das kann jeder. Ach, das ist... Ach, Quatsch. Hat doch mit Einschleimen nichts zu tun. Der weiß ganz genau, dass wir uns gut verstehen. Das ist ja jedem seine eigene Entscheidung. Jeder kann selber entscheiden. Ich meine, alle Leute hier, die hier auf dem Discord sind, die kennen mich. Also wenigstens vom, wenn ich mich unterhalte oder raide oder bla, keine Ahnung. Und es ist jedem seine eigene fucking scheiß Entscheidung, ob er mich jetzt gut findet oder nicht, ja? Und wenn er mich nicht gut findet, ja, dann soll er halt gehen, ja? Ganz einfach. Das hat aber doch mit Einschleimen nichts zu tun, ja? Das ist doch Quatsch. Wenn ich mich mit jemandem gut verstehe, dann verstehe ich mich mit dem gut, ja? Ich habe mich mit Felix gut verstanden, aber der driftet jetzt das voll ab. Wenn du jetzt morgen anfängst und drehst voll am Rad und denkst, oh, bla, keine Ahnung, ja, dann da würde ich auch sagen, hey, Marcel, jetzt mach aber mal halblang oder so, ja? Das würde ich genauso machen. Also, das hat doch damit nichts zu tun. Es kommt immer ganz drauf an, wie man sich versteht oder was man macht oder keine Ahnung. Also ich bin die letzte Person, die nicht sozialfähig ist oder sonst irgendwas. Entweder man mag mich oder man mag mich nicht. Ganz einfach. Aber ich weiß auch, dass ich mit Sicherheit kein falscher Mensch bin oder kein ignoranter Mensch oder kein Egoist oder überhaupt nicht. Ja? Sonst hätte ich die schon vor 2 Monaten rausgeschmissen, Mann, Alter. Echt? Ich hab das doch nur wegen euch nicht gemacht, ja?
Ja, aber da kann man doch mal sehen, was für eine Art Mensch ich bin. Ja, also ich hoffe immer noch, oder ich sehe immer noch das Gute im Menschen, ja, und denke, oh Mann, Leute, ey, reißt euch doch mal zusammen und wir können alle zusammen spielen und alles wird gut und es ist doch nur ein Game und keine Ahnung. Ja, so sehe ich das. Und wenn das jemandem nicht gefällt oder meine Art nicht gefällt, hey, Leute, dann geht doch einfach. Also wirklich, ja. Aber das hat mich jetzt echt schwer getroffen heute und es kann nicht sein, dass ich anfangen muss zu heulen. Also das hat mich heute selber, ich habe mich selber über mich erschrocken, ja, weil mich das so getroffen hat, Alter. Echt. Das hat mich wirklich ins Herz getroffen und da muss ich echt... Doch, das war wirklich hart für mich. Also muss ich ganz ehrlich, ich gebe es ja auch zu, ja. Ist ja keine Schande, wenn man mal Schwäche zeigt oder so. Ja. Aber heulen in meiner Gilde, das geht gar nicht. Also wirklich nicht. Aber das hat mich echt schwer getroffen. Also es hat mir echt wehgetan. Ja, bin ich ganz jetzt, ehrlich. Jetzt hast du sie weggemacht. Jetzt kannst du beruhigen. Da guckst du ein bisschen nach vorne. Da besteht auch die... ja, kriegst du neue Leute, sagen wir. Ja, darum geht's ja gar nicht. Aber ich bin halt auch ein bisschen enttäuscht. Ja, ja, kann man nicht machen. Also wenn sie also, sich so aufhören und das ist ihre Entscheidung. Die haben das gezeigt, wie sie sich so außer... Dann gehen die da hoch, als ja. Wären wir so Fußabtreter. Verstehst du? Marcel, du weißt, was ich meine. So zweite Wahl. So, weißt du? Ja, ich könnte nicht. Bitte schön. Ja. Ja, wirklich. Und das geht einfach nicht. Sowas geht bei mir nicht. Hier wird keiner ausgegrenzt, ja? Ja, es macht dich auch wieder sympathisch, weil du siehst, wie es ist. Weißt du, was ich meine? Ja? Wenn du jetzt famegeil wärst, wie man das so auf Deutsch sagt heutzutage, dann hättest du auch sagen können, ja, ich gehe damit. Aber... Ich finde, Nina ist Fame geil, verstehst du? In dem Moment, weil die ja, doch, weil die ihre Lies haben will und deswegen macht sie das. Ganz ehrlich, also für mich ist sie Fame geil. Die redet ja auch über nichts anderes mehr als über Builds und geht aufs Übungsgelände und redet von irgendeinem Scheiß, von dem ich noch null Plan habe, verstehst du? Ja, echt jetzt, heute die ganze Zeit und gestern auch schon mit dem Philipp. Die hat sich total anstecken lassen, aber richtig. Und das tut mir auch ein bisschen leid, ne? Gestern erobern wir die Gildenhalle. Was machen sie? Die unterhalten sich über fucking Raid-Builds, Alter. Das geht ja mal gar nicht. Ich habe noch nicht mal mitgekriegt, was die Leute da gelabert haben. Ich habe sie mitgekriegt. Ja. Ja, schade eigentlich, ne? Weil. Ja. Also, wenn ich Story mache, dann schalte ich alles aus, da will ich genießen die Story. Das Beste wird gesagt, schau dir das dann bei YouTube an, wie die Leute. Ja. Ja, ich. Ja. Ah. Sieht irgendwie beschissen aus, irgendwie. Warum, was mache ich denn hier? Hab ich doch selber durchgesperrt, warum nichts gefahren verstanden, oder?
Ah, geliebt. Brennen. Ja, auf jeden Fall, wenn ich den Verlauf angucke, bin ich glücklich. Oh. Ja. Ja. Ja, stimmt. Ja, kann schon sein. Wahrscheinlich. Ja. Kann er auch gleich sehen. Oh Gott. Ja, ist mir auch wurscht. Dass der jetzt auch sauer ist, ja. Aber weißt du, ist mir jetzt egal. Entweder er steht zu mir oder nicht. Und wenn nicht, dann kann er halt. Entweder er steht dazu, zu dem, was ich. Und es ist ja auch nicht falsch, was ich mache. Also nicht in meine eigene Gilde. Er soll sich mal in meine Lage versetzen. Ja, also davon abgesehen. Und wenn er das nicht versteht, dann passt er halt auch nicht. Feierabend. Ja, er hat das ja eigentlich alles so weit gebracht, wie es jetzt ist. Das muss man ja mal auch so sehen, ne? Er war ja der ausschlaggebende Punkt, dass es so ist, wie es jetzt ist. Weil er das ja in die Hand genommen hat, ne? Obwohl ich ihm das Vertrauen gegeben habe und ihn zum Offi gemacht habe, habe ich gesagt, hey, alles, was wir machen, ist gildenintern und er wollte das ja selber. Und dann macht er die Scheiße. Kann ja nicht sein. Auf keinen Fall, oder? Auf keinen Fall. Ja, nee, aber er hat's ja gemacht. Ja. Von daher. War ein bisschen. Wenn er nicht zu mir steht, kann er auch gehen. Feier. Alle, die nicht zu mir stehen. Ja, das ist so. Ich bin ja kein, was weiß ich. Was soll ich denn sagen? Mich belastet das aber auch, Marcel. Wele, du hast ihm Chance gegeben. Du hast ihm Chance gegeben, du hast alles. Ja, für mich habe ich das. Ja, für mich habe ich das auf jeden Fall. Und mir geht's auch viel besser. Echt. Ich will die zwei hier nie wieder sehen, ey. Nie wieder. Nee, du konntest ja nichts dafür. Du wusstest ja nicht so richtig. Wie ich darüber denke. Ja. Aber für mich persönlich fühle ich mich jetzt gut. Okay. Ja, mich hat das wirklich sehr gut. Warum rennen Lerne da jetzt zu deinem. Ja. Wo ich Schmuck für den HFB bekomme? HFB? Ja. Warte, bist du jetzt HFB? Nee, da fragt einer in der Gilde. Weiß jemand von euch, wo ich Schmuck für den HFB bekomme? Welchen Schmuck? Ja, nee, das ist, HFB ist nicht Kondi. HFB ist verheerend. Ja. Steht alles im Wiki. Ja, by the way. Oder bei Snowcrow. Lucky Lux. Lucky Nox oder irgendwas. Das ist aber alter eben. Und hat das nicht erneuert. Weil kein Updates hat er gemacht. Snowcrow hat es gemacht, aber für einige Klassen, die neuen Klassen zum Beispiel. Weiß ich. Ich hatte gemacht. Die neue Klasse, ich weiß nicht wo, die Skillung und fürs Richter glaube ich hatte keinen. So wenig Updates hatte.
Ja, ich bin ja nicht so. Ich switch mal kurz auf meinen Hof. Ah, du bist doch Half-B, Dromo, hätte ich fast gesagt. Ja, ich bin ja Half-B. Ja, wo hast aber du deinen Schmuck her? Ich hab Schmuck nicht, aber hier doch eben diesen Herzenhändler oder zum Beispiel hier von Bittergrenzland den Schmuck. Und dann von der Kristallwüste den aus dem Herzenhändler. Ja, dann poste den nochmal kurz, damit er weiß, wo er sich dran orientieren kann. Woher du den hast. Warte mal, kannst, Deli, kannst du mir den Namen denn posten oder so? Wie heißt denn der? Kannst du in der Gilden-Chat machen. Der, wie heißt der denn? MX1, der da gerade gefragt hat, guck mal im Gilden-Chat. Ich weiß nicht. Ich hab Ladebildschirm. Also ich glaube, ich habe den Orchideen-Gedöns aus Draconis Mons. Habe ich, glaube ich. Man kann ja nicht für alle, man kann ja nicht für alle Ringe und so. Nö, bei allen Ringen kannst du hier, oder du kriegst Ringe von den Fraktalen, da kriegst du auch ziemlich gute Ringe. Ja, aber man kann ja auch mal, man kann ja im Wiki wirst du noch totgeschlagen damit. Man muss auch einfach sich nur mal die Mühe machen und mal selber suchen, ne? Na, hast du dann geschrieben, dann musst du dann wissen, gucken selber. Also hab ich ja auch schon. Ich hab ja auch meine verheerende Sachen mir selber rausgesucht. Na, fertig ist. Ja, also man muss halt nur zweimal googeln und dann hat man den Scheiß. Ja. Hm. Ist doch auch so, oder nicht? Genau, ich habe auch so gemacht. Auch. Ja, ich auch. Muss man jetzt für allen Scheiß muss man jetzt wirklich nicht fragen. Der Schmuck für HMW, Alter, okay. Nutzt du, wo du diese Ringe hast, und dann aktivierst du die, fertig. Ja, gibt aber nicht für alle, du kannst nicht alle Ringe nehmen, zum Beispiel, die die Werte verheerend haben, ja? Da muss man halt vorher gucken. Ja, yeah, 110! Geht drauf an. Was? Oha! Ich habe geheult, Alter, bei den Gruppen bei Fortnite. Also Ring bekommt er von Blut Rubin. Welches ist das doch noch? Warte mal kurz, das ist eine Blutsteinsumpf. Blutsteinsumpf, genau. Blutsteinsumpf. Dann in Bittergrenzland hatte diesen Ohrring, Brückenteil, die Amulett kriegte in, ne? Ja, die anderen habe ich halt alle aufgesch... Legi. Deswegen kann ich es auch gar nicht mehr sagen. Ja. Das... Dann lade ich die mal ein oder den.
Besenäste. Besenäste. Ich bin 28 Stück. Bring ich dich erstmal dahin, so. Blutsteinsumpf. Alter, das ist Hyria. Nee, oder? Ja, doch. Silberwüste. Oh, wo ist denn der Scheiß? Alter, wo ist denn das nochmal? Oh, jetzt muss ich echt Blutsteinsumpf suchen. Hm? Muss jetzt. Maguma, ist das hier dieses, wo du bei den, Kaskrane Schwellen. Kaskrane Schwelle und oben. Ja. Bis diese Blutstein. Ah, wird. Danke, oh mein Gott. Ey, so ein kleines Gebiet, ne? Ja. Ich war da schon so ewig nicht mehr. Oh. Gehen wir manchmal so Holz fahren. Ich suche auch immer Zaubersängergelände, das suche ich auch immer. Oh. Nein, das bedeutet, hast du zu viel PvP gemacht, wa? Peinlich. Ja, ja. Dann suche ich das kleine Gebiet. Oh. So, bin da. Mann, dem rum. Gott. Oh Mann.